Drei Fragen, drei Antworten. Los geht's. Ich werde mich auf jeden Fall mehr mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, da ich jetzt erst gemerkt habe, in was für einer kaputten Welt wir gerade eigentlich leben. Außerdem wurde mir auch bewusster, dass wir dringend etwas gegen den Klimawandel tun müssen, weil es, wie ich es auch schon einmal erwähnt habe, ein wichtiges Thema ist, was uns in Zukunft auch noch lange begleiten wird. Lebe ich in meinem Alltag natürlich jetzt nachhaltiger und konsumiere auch bewusster. Außerdem hinterfrage ich Quellen mehr als zuvor und darüber hinaus die ganzen Informationen aus den etlichen Workshops, die wir mit dem Studio K hatten. Die Informationen daraus lasse ich natürlich auch in mein Allgemeinwissen reinfließen und gestalte somit auch meinen Alltag. Ich glaube, es ist der Mut, Dinge einfach mal zu tun und auszuprobieren, weil man ganz oft sich einfach nicht traut, Dinge zu tun. Zum Beispiel vielleicht einfach ein Video aufzunehmen und es auf YouTube hochzuladen. Ich nehme aus dem Studio K Erfahrungen mit, die ich ohne das Studio K niemals erlebt hätte. Ich nehme viele neue Eindrücke mit und vor allem nehme ich das Gefühl mit, dass ich mir wirklich relativ, wenn nicht sogar zu 100% sicher bin, dass ich den Weg, den ich für mein späteres Leben gerne hätte, auch wirklich gehen möchte. Und es hat mir das Studio K gezeigt, dass ich alles kann, was ich mir erträume und dass ich das schaffe. Für mich hat sich vor allem genannt, dass ich mich jetzt schon deutlich mehr mit aktuellen und wichtigen Themen beschäftige und auch öfters darüber rede mit anderen Menschen und auf Social Media öfters meine Meinung zeige. Was sich für mich geändert hat nach dem Studio K ist, dass ich viel mehr selbstbewusster geworden bin. Ich denke, ich bin auf jeden Fall umweltbewusster nach diesen vielen Workshops geworden und ich habe auch versucht, ein bisschen meine Familie darüber aufzuklären und auch unseren Haushalt so ein bisschen umwelt- und klimafreundlicher zu gestalten. Im alltäglichen Leben quasi so diesen Journalistengedanken, dass ich alles mit einem anderen Blick sehe, aber das ist etwas sehr Gutes. Auf jeden Fall vorher, ich habe mich angemeldet, ich war mega motiviert, hatte voll Bock. Danach immer noch, aber so, es hat einfach, während ich dabei war, es noch mehr Spaß gemacht, weil man einfach so coole Leute dabei hatte, in der Gruppe, wie schon gesagt, als auch die, die halt die Workshops gegeben haben. Es war immer mega lustig, super sympathische Leute. Kleine Gemeinschaft für uns und es ist einfach mega schön, dieses Gefühl von Gemeinschaft, vor allem in Zeiten wie diesen, wo man sich ja nur über die Kamera sehen kann. Und wir wollen auf jeden Fall auch ein Präsenztreffen organisieren, worauf ich mich auch mega freue, wenn es halt dann möglich ist. Wenn man mich irgendwie fragt hat, glaubst du, man kann die Erde noch retten mit Klima, da habe ich mir immer gedacht, so ja, wahrscheinlich nicht, interessiert ja keinen. Aber jetzt habe ich gesehen, es gibt sehr wohl Leute, die sich dafür interessieren und das ist auf jeden Fall schön. Und ich glaube, das Studio K wird noch einige coole Sachen produzieren, obwohl das Projekt jetzt zu Ende geht.